bisschen zurück wäre, dann wäre absolut perfekt. Ein super Abstand zu unserer Tankdecke ist jetzt hier gewährleistet. Und jetzt habe ich den Sketch fast fertig, aber ich habe mir gedacht, das wäre total cool. Oh ja, das ist und geil, wie sie es reindreht. Hier. Das ist cool, oder? Ja. Das taugt mir ziemlich. Überall kleine Details. Und dann der Gearshift. Eine Exteriorfarbe zum TTS. Genau. Außenfarben so roter, grau, rot. Die Haube ist sehr weit nach unten gezogen und wir wollten auch die R-Gene in dem Fahrzeug zeigen. Und das offensichtlichste R-Gen sind die Ringe auf der Motorhaube. Und da sieht man ganz klar die Verwandtschaft zum Audi R8. Wind 140 bitte. Okay. Geht's los? Ja. Wind steht. Messung läuft. Das war sehr gut.
Hier laufen im Wesentlichen zwei Fahrzeugeigenschaften, die hier entwickelt werden. Zum einen die Aerodynamik, also die Kräfte, die unter Wind aufs Fahrzeug wirken. Und zum anderen die Aeroakustik des Fahrzeugs, also alle Geräusche, die durch die Umströmung verursacht werden. Von daher sind wir auf der einen Seite versucht, die Geräuschquellen an der Außenhaut möglichst zu minimieren und dort, wo man sie nicht vermeiden kann, durch geeignete Maßnahmen wegzudämmen. Und sowas muss man noch ein bisschen. Das heißt, genau hier nochmal die. Also der Schwerpunkt des Autos liegt deutlich tiefer als beim Vorgänger, aber trotzdem sind wir im kompletten Fahrzeug leichter geworden. Das ist wie gesagt bedingt dadurch, dass wir die Stahlanteile nach unten verlegt haben und im Aufbau nur komplett Aluminium verwenden.